So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Und einige von euch haben mich in der letzten Zeit gefragt, wie man denn die Türeinstiege beim Auto richtig reinigt. Und guckt euch mal an, was wir hier für ein schönes Exemplar haben. Das sieht sehr, sehr bescheiden aus. Genauso, ja, an der Türfalz haben wir ein bisschen was dran. Zack, hier. Und hier natürlich genauso. Und wir werden euch heute in diesem Video ein paar Varianten zeigen, die es gibt, die man befolgen kann, um solch krasse Verschmutzungen wirklich ideal zu entfernen, wie man hier richtig gut vorgeht. Viel Spaß beim Video, los geht's! Herr Freund, als erstes, was haben wir hier? Wir haben hier die Sonax Multistar drin im 1:5 Mischungsverhältnis in der Gloria PF12. Ihr habt die Möglichkeit und geht mit diesem Allesreiniger hin. Juli, Walter deines Amtes, sprüht das Ganze ein, lasst es einwirken und könnt dann den Schmutz danach richtig gut lösen. Das ist eine Variante, die wir euch zeigen möchten, was man hier machen kann. Beim Sprühen natürlich gut aufpassen. Ihr seht das, der Juli macht das ganz genau und sprüht natürlich jetzt nicht in den Innenraum oder ähnliches. Da auf jeden Fall aufpassen. Das ist Variante 1. Ja, und ihr seht das ja jetzt hier, hier haben wir richtig dicke, dicke Verschmutzung. Und da könnt ihr euch zur Hilfe auch noch so einen Pinsel nehmen und das Ganze noch mal ein bisschen unterstützen, supporten quasi, dass man hier den Schmutz anlöst. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das Ganze zu machen, denn ihr seht, dadurch löst sich das noch mal deutlich besser. Ist eine gute Variante, wie wir finden. So, genauso hier auch Richtung M. Wie heißen die Dinger eigentlich? Einstiegsleiste einfach, ne? Einstiegsleiste da genauso. Und das ist das Schöne beim Pinsel, man kommt auch ideal hier bei dem Gummi dran. Und je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat, sammelt sich da richtig extrem der Schmutz. Mir ist das beim Seat von meiner Freundin sehr extrem aufgefallen. Bei den Gummis sammelt sich deutlich mehr der Schmutz als bei BMW-Gummis. Das ist krass, weil die haben eine andere, die sind anders gefaltet, will ich dazu sagen. So, das Gleiche machen wir jetzt noch hier unten an dieser Kante. Und dann zeigen wir euch bei der nächsten Tür noch eine Variante, was man machen kann. Genau. Perfekt. Jo. Ah, sehr schön. Na, und auch mal hier reinsprühen. Innenpinsel ist der Trick, den der Juli jetzt hier gerade macht. Denn das ist auch nicht verkehrt. Ich würde halt nicht überall, immer überall mit dem Teil hinsprühen, sondern so wie wir das machen beim Detailer auftragen, auch mal ins Tuch sprühen, ist nicht verkehrt, hier in den Pinsel zu sprühen. Nächste Variante machen wir hier an der Tür hinten rechts. Ihr seht ja, die ist ja wirklich sehr, sehr verschmutzt. Eine Idee, ihr nehmt eine FM30. Eine FM30 speziell deswegen, weil man mit der natürlich hier mit dem Rüssel gut gezielt sprühen kann. Wir haben eine Schaummischung drin, Sonax Multistar. Ne, das gleiche wie auch vorne links an der Tür. Und wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich sprühe jetzt hier quasi auf die Leiste, damit nichts ins Fahrzeug kommt. Guckt mal, der Juli testet das Ganze quasi vorher unten auf dem Boden und guckt sich an, wie breit der Strahl ist. Ja, da ein bisschen. Ja, ist Experiment, ne? Wir testen ja auch. Ein bisschen jetzt hier draufgegangen. Ich glaube, mit der FM10 geht es fast besser. Meinst du? Hätte ich nicht gedacht. Also, die hat vielleicht zu viel. Ja, okay. Also ich glaube, unsere Variante an der Fahrertür ist die beste mit der PF12, sodass du gar nicht den Schaum hast, sondern den ganz, ganz dünnen Sprühnebel, der höchstens irgendwie ein bisschen reinkommt. Nee, eigentlich nicht. Aber wir wollten es ausprobieren. Es ist eine Variante, man kann es machen. Ja, das geht halt schon besser. Da geht es deutlich besser. Aber mein Favorit wäre bis jetzt hier wie an der Fahrertür mit Drucksprüher anstatt Schaumsprüher arbeiten. Wir gucken mal weiter. Wir haben noch heute in petto noch eine Idee. Okay, nächste Variante ist natürlich die Handwäsche. Das heißt, ihr seid bei der Handwäsche des Fahrzeuges und geht einfach hin, nehmt euren Waschhandschuh, so zu guter Letzt würde ich das nur machen, mit dem dunklen Handschuh, damit ihr keine größeren Verschmutzungen und sonst was in den Handschuh reinholt, sodass ihr jetzt hingehen könnt und reinigt hier die Einstiegsleiste wirklich perfekt. Da auf jeden Fall gut aufpassen und dann ab dafür. Genauso das gleiche bei der Tür auch noch machen. Unten an der Kante hier mal aufpassen. Man sieht das ja so gelblich da in der Ecke. Das ist das Fett, was zur Tür gehört. Da müsst ihr aufpassen, dass das nicht wegkommt. Und ansonsten, wenn, die ist ja jetzt hier an der Seite nicht so verschmutzt, können aber auch hier nochmal die Falz lang gehen. Das ist auch nicht verkehrt. Das passt. Das ist die andere Variante. Okay, die Überlegung. Wie geht man natürlich jetzt vor, um den Schaum hier loszuwerden? Man kann natürlich mit einem trockenen Tuch drüber gehen.
Das ist scheiße. Das geht nicht, das machen wir auch nicht beim Lack. Dementsprechend, unsere Idee. Erstens, klar, mit dem Hochdruckreiniger, werden wir euch auch gleich zeigen. Muss man ein bisschen geübt sein, vorsichtig sein, aufpassen, damit keine Feuchtigkeit ins Fahrzeug geht. Alternativ war meine Idee jetzt, mit so einem Drucksprüher hier hinzugehen von Gloria. Macht das Ganze mal, ich weiß es nicht, ob es klappt. So, dass man jetzt den Schaum hier quasi runterspült. Ja, ganz ehrlich, das geht, ne? Das geht. Du bist zwar ein bisschen länger dran und alles, aber das kriegt man hin, sodass der Schaum hier gut runterfließt. Da sieht man es gerade ideal, wie es runterspült. Und da dann gleich nachher mit dem Trockentuch drüber gehen, das sollte kein Problem sein. Das finde ich okay. Das kann man definitiv so machen. Ja. Aber den kompletten Schaum, weil der Schaum beinhaltet ja den Schmutz. Und das, was wir jetzt gerade mit dem Wasser tun, das ist es nämlich, den Schaum hier mit dem Schmutz runterzuspülen. Das sehen wir hier ideal. Ja, hier haben wir jetzt, na, das ist Flugrost sogar. Aber hier haben wir noch so ein paar Partikel, das sind Flugrostpartikel und sowas in der Richtung. Aber ansonsten, den dicken Schmutz, den ihr am Anfang gesehen habt, den haben wir runtergespült. Also das geht auf jeden Fall auch. Ein bisschen aufwendiger. Vielleicht in einem Dauerdrucksprüher, ne? So eine Gloria PF12 zum Beispiel, noch ein bisschen besser. Aber das geht. Okay, Leute. Die Variante, die natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist trocken mit dem Hochdruckreiniger jetzt drüber zu gehen. Hier natürlich auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht zu weit reinsprüht, sonst habt ihr das Fahrzeug nass. Ganz klar, ne? So einen Scheißdreck wollen wir nicht. Aber wir zeigen es euch auf jeden Fall. Wenn man vorsichtig ist, kann man das auch mit dem Hochdruckreiniger machen. Wir zeigen euch das hier, hintere Tür, trockene Variante. Und vorne, wo wir mit der PF12 gearbeitet haben, zeigen wir es euch mit der quasi vorgereinigten Variante. So, und hier wirklich nur mit so einem kleinen Fitzel von der Gesamtbreite des Strahls arbeiten. Das ist halt wichtig, ne? Guck mal, wie der Juli das macht. Ne, hier wirklich auch gar nicht richtig komplett breit, sondern eher so ein bisschen steil dran gehen. Das gleiche jetzt auch immer nur eine Tür öffnen. Ne? Immer nur eine Tür öffnen, kommt jetzt hier im Bereich der vorderen Tür. Zack, und jetzt hier genauso. Ne, guckt euch das an, da geht nichts ins Fahrzeug rein. Wenn man da richtig gut aufpasst. Also perfekt. Ja, du kannst das. Perfekt, gut gelernt. So soll das sein. Ja, rechts vorne hat man es euch ja gezeigt, wie es mit der quasi Handvariante geht. So, dass man da einfach ein bisschen mit einer Sprühflasche arbeitet, geht auch. Das ist natürlich die schnellere Variante. Wir gucken uns jetzt auch mal an, wie es hinten links aussieht, ob es sauber geworden ist. Okay, wie sieht das Ganze gereinigt aus? Ihr seht, wir haben ja jetzt hier in diesem Bereich unten abgesprüht. Ja, ist einiges passiert, aber hier, man will ja auch gar nicht so weit reingehen. Ein paar Wassertropfen haben wir hier, das ist in Ordnung. Guck, kurz drüber gegangen, das ist kein Problem. Aber das sieht schon gut aus. Und jetzt guckt euch mal die vordere Tür an, wo wir im Pinsel gearbeitet haben. Leute, das sieht aus wie werksneu. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Hier nochmal kurz mit dem Trockentuch drüber, gar kein Problem, Thema erledigt. Hier auch ein bisschen Feuchtigkeit, so weit entfernen. Aber ansonsten ist nichts passiert, das sieht gut aus. Und das ist perfekt gereinigt. Sehr geile Nummer. Der Juli hat es jetzt gerade auch nochmal extra gesagt, dass ich es im Video sagen soll. Das ist ein wichtiger Hinweis. Wisst ihr, Leute, es sind halt jetzt ein paar Wassertropfen, die hier rübergekommen sind. Aber es ist Wasser. Es ist kein Reiniger oder sonst was. Klar, wenn du jetzt hier Cockpitreinigung mit Hochdruckreiniger machst, wie man diese lustigen Videos aus dem Netz kennt, Frau wäscht Auto und sowas. Ja, ja, Klischeeerfüllung pur. Das ist natürlich eine andere Nummer. Aber jetzt hier ein paar Sprüher, ein paar Kleinigkeiten, die da rüberkommen mit reinem Wasser. Stellt kein Problem dar, wie ich finde. Dementsprechend, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, wenn es noch eine andere Idee gibt, die ihr habt, wie man hier vorgehen kann und sollte, um so eine Reinigung wirklich komplett zu machen. Dann könnt ihr das gerne noch mal mit reinschreiben, das freut mich. Ansonsten, Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten. Ciao.